An den Fahrkartenschaltern der Moskauer U-Bahn bekamen viele am frühen Morgen einen Schock. Seit gestern sind die Tickets dreimal so teuer. Statt 10 Rubel kostet eine Karte nur 30 Rubel. Am Mittwoch sollen auch die Brotpreise freigegeben werden. Die Umwandlung der Planwirtschaft in eine Marktwirtschaft soll nun schnell und fast schonungslos geschehen. Auf dem Gründungskongress der Partei Russlands Wahl kündigte der Wirtschaftsminister Jegor Gajda weitere harte Maßnahmen an. Wir müssen jetzt die Verantwortung für die schwierige Lage übernehmen. Es sind harte Entscheidungen nötig, um einen endgültigen Zerfall der russischen Wirtschaft zu verhindern, sagte der Wirtschaftsminister. Gajda gehört zum Präsidium der neuen Partei. Russlands Wahl steht geschlossen hinter Boris Jelzin. Mehrere Regierungsmitglieder, wie der Informationsminister Schumeiko, kamen zum Gründungskongress. Die Partei Russlands Wahl hofft, bei den Wahlen am 12. Dezember eine der größten Fraktionen im Parlament zu werden. За все, что мы сегодня имеем, в том числе и за те ошибки, которые мы допустили, и не сумели вовремя, честно и публично признать их перед самими собой.